Der 15. Chemnitzer Opernball in Ihrem Chemnitz-Fernsehen. Mit freundlicher Unterstützung von Alexanders Hotel und Boardinghaus Restaurant Catering. HTM, Härtetechnik und Metallbearbeitungs GmbH. Und Schilling, Ihr Spezialist für Maßbekleidung und Stilberatung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum 15. Chemnitzer Opernball hier in Chemnitz. Ganz festlich geschmücktes Haus, diesmal in Pink Fuchsia. Sehr schön. Wie gesagt, mit Farben kenne ich mich nicht so aus. Ich habe da eine gewisse Rot-Grün-Schwäche. Die macht mir das manchmal ein bisschen schwer, aber das kriege ich schon noch hin. 15. Opernball ist aber das Stichwort, darum soll es heute gehen. Es ist ja ein Jubiläum und ich glaube, selbst der Landeshauptstadt-Opernball hat es noch nicht so weit gebracht. Also von daher erstmal Gratulation. Wir freuen uns, wieder hier sein zu dürfen. Und ich denke, einige Besucher hier freuen sich auch, da sein zu dürfen, denn es gab ganz schönes Gedränge. Wir mussten uns auch erstmal hochquetschen, haben es geschafft. Gestern sah das hier noch anders aus. Wir waren ja schon mal da. Ja. Du hast mehr Zeit mitbringen können als ich, das muss man fairerweise sagen. Wen hast du denn vor die Kamera locken können? So die üblichen Verdächtigen? Es waren schon doch ein paar interessante Leute dabei. Als allererstes habe ich mich auf jeden Fall mit Herrn Köppe unterhalten, denn er wird uns jetzt auch gleich einen Einblick geben in den wundervollen Abend vom 15. Chemnitzer Opernball, was die Gäste so erwartet. Da bin ich ja gespannt. Seid ihr jetzt der Herr Köppe, der Cheforganisator des Opernballs. Ich freue mich ganz sehr, dass wir morgen wieder mit dabei sein dürfen und würde ganz einfach ganz am Anfang schon mal wissen, was genau erwartet denn die Gäste morgen? Also die Gäste können sich bei uns eigentlich immer auf einen fast klassischen Aufbau eines Balls verlassen. Wir starten gegen 18 Uhr mit Empfang der Gäste, wo der Generalintendant, Herr Dr. Christoph Dittrich, alle Gäste persönlich begrüßt. Das ist eine Eigenheit unseres Balls. Und wir ungefähr für 50 Minuten ein Get-Together haben, wo die Gäste sich erstmal kennenlernen, sich sehen, begrüßen. Danach beginnt das Gala-Programm, bei dem wir heute zum diesjährigen Ball aus New York einen Tenor eingeflogen haben, Viktor Antipenko. Mhm. Gemeinsam mit Mareike Schröter sind die Solisten des Abends. Und die Moderation wird wieder Katrin Weber. Katrin Weber ist ja sowas jetzt wie unser Flaggschiff des Balls, das Moderationsflaggschiff des Balls, durch den ersten Abend führen. Der erste Abend ist bei uns wirklich ein ganz klassisches Gala-Konzert mit kleinen Überraschungen, kleinen Schmankern. Und wenn das zu Ende ist, beginnen wir hier in Chemnitz mit einem gesetzten Dreigangmenü für 866 Gäste. Oh, das ist natürlich ordentlich. Und danach geht es aber noch weiter. Es wird ein langer Abend. Danach geht es weiter. Dann sind wir erstmal, wenn wir das geschafft haben, haben wir eigentlich mit die größte Hürde des Abends geschafft, weil wir zum einen nach dem Gala-Programm immer diesen Ballsaal erstmal in einen Ballsaal verwandeln müssen. Ja, Sie haben ja bei uns ein 70-Mann-Orchester auf der Bühne sitzen und das muss binnen 3 Minuten 30 von der Bühne runter und den Gästen sozusagen den Zutritt zum Ballsaal, zum eigentlichen Ballsaal ermöglichen. Wenn wir das geschafft haben und das Menü ist auch raus, ist die größte Aufregung natürlich dann bei den Debütanten, weil dann haben die Debütanten ihren großen Auftritt, der ist gegen 21.45 Uhr mit dem Einmarsch und dem kleinen Debütanten-Gala-Programm, kann man sagen, weil das Ballett Chemnitz, also unser großes Ballett, verstärkt natürlich diesen Auftritt noch und es ist eine Melange zwischen beiden Tanzeinheiten. Jetzt aber noch 15. Opernball ist ja schon ein kleines Jubiläum, könnte man sagen. Der 15. ist natürlich ist schon ein großes Jubiläum auch und wir haben es vor allem gemerkt, dass wir unser komplettes Tanzparkett neu anschaffen mussten. Das war natürlich die größte Herausforderung, weil diese 260 Quadratmeter Tanzparkett, die sind natürlich nicht billig. Das haben wir schon gespürt. Sie werden also ein ganz neues Parkett, unsere Gäste werden ein ganz neues Parkett erleben. Dann haben wir zur Mitternachtsshow, kann ich auch schon verraten, werden wir eine große ABBA-Revival-Show an den Start bringen, wo sicherlich großes Mittanzen und Mitsingen garantiert ist. Das ist immer schön beim Ball, dass man Mitternacht noch so eine Art Überraschung hat, wo die Gäste noch mal auf eine andere Art und Weise in den zweiten Teil der Nacht, sozusagen in den lockeren Teil der Nacht eingestimmt werden. Das sind so unsere diesjährigen noch Highlights, möchte ich sagen. Und wir haben auch bei den Tischen vor allem haben wir noch mal ein bisschen aufgetrumpft. Wir haben noch mal neue Tischwäsche herstellen lassen. Wir haben also ein komplett neues Plasmor gemacht. Also es ist sehr, sehr, sehr ansprechend und das zeichnet unseren Ball
wirklich absolut aus. Das Motto dieses Jahr ist ja unvergesslich, liebe Zuschauer. Und wir zeigen Ihnen jetzt ganz einfach, wie unvergesslich für uns auch dieser Abend auf jeden Fall wird oder gewesen ist. Sie sehen, meine lieben Zuschauer, die Party ist schon im vollen Gang. Und wir stehen jetzt vor der sogenannten Fotowall, hat es, glaube ich, Andreas Richter vom Gartenfachmarkt genannt, mit 1300 Gerberas. Und natürlich vor Don Quixote, sagt man das so? Hat auf jeden Fall alles was mit dem Thema Ausstattung zu tun, Tom. Und ich glaube, du hast dich auch dieses Jahr wieder mit Herrn Richter unterhalten über das Thema. Kommen hier durcheinander. Das ist das Mikrofon. Ich war natürlich da, wie gesagt, ja, einen Tag zuvor und habe mit Herrn Norbert Richter gesprochen, der hier die Ausstattungsrolle, die Chefrolle in der Ausstattung für den Opernball Chemnitz übernimmt. Ja, und wir haben ein sehr nettes Gespräch geführt. Leider mussten wir das aufgrund unserer Sendezeit etwas einkürzen. Norbert und ich quatschen dann doch immer gern etwas zu lange, aber das Beste davon haben wir natürlich für Sie hier nochmal rausgepickt. Und da ist er. Der Mann des Abends. Der Mann des Vorabends, möchte man fast sagen. Noch ist Vorabend. Und dahingehend trifft das ganz gut auf den Freitag. Aber eigentlich des ganzen Jahres davor. Es ist ein längerer Weg, um dahin zu kommen, wo wir uns jetzt befinden, beziehungsweise wo wir uns dann befinden werden, wenn Sie zuschauen. Ja. Und für alle, die ihn noch nicht kennen, der Mann ist der kreative Kopf sozusagen hinterm Opernball. Norbert Richter, Ausstatter jetzt hier sozusagen in dieser Konstellation. Für den heutigen Abend sozusagen der Ausstatter, der Gestalter dessen, was man so sieht. Der gefühlt 3 Millionen Stühle ordern muss, damit auch jeder hier gemütlich sein Dinner essen kann. Das sind nicht ganz 3 Millionen, aber zumindest wir haben 866 Sitzplätze, auf denen Sie hoffentlich gut alle sitzen, unsere Gäste, und zusätzlich dazu noch ein ungefähr 100 Plätze unten im Operncafé, wo wir unser Dessert kredenzen. Jetzt muss ich aber noch mal einhaken, weil so ganz unbeteiligt bin ich da ja auch nicht. Von daher interessiert mich jetzt auch so ein bisschen der Entwurfsprozess, denn das Thema ist ja unvergesslich. Mhm. Und ja, unvergesslich, wie setzt man das gestalterisch um? Ja, das nimmt lustige Wege. Man glaubt es nicht, aber der Anfang an die Annäherung eines Themas ist erstmal mit ganz viel Schreibkram verbunden. Das heißt, das geht dann über solche viele, viele, viele Schmierzettel, erste Bleistift, Skizzen, Umsetzungen, Verwürfe, Umschmisse und Anpassungen. Ein oder andere Krise bestimmt inklusive? Das gibt ein paar Bauchschmerzen gelegentlich, ja, ja. Und manchmal beginnt es so ganz banal, wie in dem Fall. Ich habe einfach mal den Text abgeschrieben, was Unforgettable eigentlich beherbergt. Das ist ein Titel von Cole Porter, und ich habe den einfach mal mir aufgeschrieben, um zu wissen, wo der Sinn war da drin. Dann gehen wir durch diverse Farbstudien dazu, und am Ende begleitet mich schon lange Zeit, das ist wirklich mehrere Jahre schon, dass ich das im Herzen trage, dass ich eigentlich mal eine Kuppel haben wollte über dem Opernball, also über der zentralen Fläche, wo die großen Bands spielen und das große Tanzparkett ist, wollte ich schon längere Zeit eine Kuppel haben, habe lange gehadert, wie ich sie umsetzen kann, bis mir dann dies Jahr quasi die Möglichkeit gegeben war, da ein bisschen dran zu feilen und zu experimentieren. Ich denke, das ist ein ganz gutes Konzept. Das freut mich zu hören. Das macht auch unglaublich Spaß. Es ist mit viel Arbeit verbunden, gar keine Frage, aber wenn es dann in der einen Woche, die wir haben zum Aufbau, alles zusammenfindet und die Visionen sich wirklich dann materialisieren, ist das sehr erfüllend. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns ja definitiv zum Opernball. Ja, ja. Da quatschen wir einfach nochmal drüber. Sehr gerne. Und dann gucken wir uns das Ganze mal belebt an, weil du hast ja jetzt noch was zu tun. Ich habe noch ein bisschen Weg vor mir heute. Ist noch ein langer Tag, ja. Ich auch. Ja. Also machen wir es kurz. Vielen Dank. Und wir sehen uns morgen und reden nochmal über die ganze Geschichte, genau, wie das aussieht, wenn dann hier tatsächlich Leute durchlaufen. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ich blätter mal noch ein bisschen. Ja, ich finde das eigentlich ganz schick. Das ist vorne das Foyer. Ja, also mit Norbert, muss ich sagen, lässt sich ganz gut quatschen. Aber normalerweise hat er ja gar keine Zeit, denn sobald der Opernball durch ist, ist ja schon die Planung des nächsten im Gange und es gilt ja wieder einiges auszuschmücken. Also ihr habt wirklich immer viel zu bequatschen. Es ist manchmal etwas schwer, die beiden zu stoppen, aber ich möchte gern von einem Richter zum anderen Richter kommen, denn ich habe mich nämlich mit Andreas Richter vom Gartenfachmarkt unterhalten, der für die tollen Blumen hier im Opernhaus heute zuständig ist und für den tollen Duft. Ja, man sieht es ja, man riecht es auch, also Sie jetzt eher nicht, aber wir haben wenigstens das Glück. Ja, nehmen wir mal schauen, was da so preisgegeben hat. Viel wird er ja nicht verraten. Ne? Doch. Doch? Doch, schon.
diese Blumen nicht wundervoll, liebe Zuschauer? An meiner Seite jetzt der Andreas Richter vom Gartenfachmarkt Richter hier bei uns in Chemnitz. Also ich muss sagen, dieses Blumenarrangement ist doch wirklich fantastisch. Ist das gleichzeitig jetzt auch das Motto für dieses Jahr? Ja, das ist das Farbmotto dieses Jahr. Ja. Das eigentliche Ballmotto ist ja unvergesslich oder unforgettable. Und es ist aber das Farbmotto und das ist in diesem Jahr in der Farbe Fuchsia. Das ist so ein Pink-Farbton und ganz besonders zeigt das diese Gerbera. Das ist also der Farbton Fuchsia. Und in diesem Farbton wird in diesem Jahr das Opernhaus ausgestattet. Wo bekommt man denn um diese Jahreszeit und bei diesen Temperaturen so tolle Blumen her? Ja, ich könnte natürlich sagen, im Gartenfachmarkt Richter und in Floristikshops, aber man bekommt diese Blumen aus der ganzen Welt. Also diese Gerbera, die ich Ihnen gerade gezeigt hatte, die kommt aus Holland, die wird dort auch produziert. Die Nelken kommen aus Italien, die sind aus dem Raum San Remo. Die Lilien sind auch aus Holland und das Schleierkraut, das kann ich Ihnen im Moment gar nicht sagen. Also international sozusagen. Das heißt so bei den Blumen. Okay, und wie lange im Voraus wird das denn dann geplant? Ja, also man kann eigentlich sagen, nach dem Ball ist vor dem Ball. Wir arbeiten ja hier sehr intensiv bei der Ausstattung mit der Oper zusammen, ganz konkret mit Herrn Norbert Richter und Herrn Köppe. Und die ersten Gespräche mit uns, gerade zum Farbkonzept, waren im April 2016. Das ist lang her, würde ich behaupten. Jetzt statten Sie natürlich nicht nur die Blumen, die im Opernhaus stehen, aus, sondern auch die ganzen Tische. Ich habe vor uns gehört, 102 Tische gehören dazu. Das sind ja auch unglaublich viele Mitarbeiter von Ihnen hier, oder? Ja, also das ist schon ein großes Team, was man da braucht. Man hat ja auch noch ein bestimmtes Zeitfenster, in dem wir das arbeiten können. Und man kann ja im Hintergrund sehen, dass da viele fleißige Hände, vor allen Dingen qualifizierte Floristenhände am Werk sind. Und die praktischen Arbeiten hier im Hause beginnen mittwochs. Also am Samstagabend ist der Ball. Mhm. Und es sind ca. 15 bis 20 Floristinnen und Floristen, die da arbeiten an diesen Blumenarrangements. Also wir genießen jetzt hier noch ein bisschen die Düfte, liebe Zuschauer, von den tollen Blumen. Ihr seid zum ersten Mal heute hier. Es hätte ja auch der Sempern-Opernball werden können. Warum denn doch Chemnitz? Ich fange mal mit der Dame an. Ja, weil wir Chemnitzer sind. Da muss man sozusagen. Da muss man ja erstmal nach Chemnitz gehen. Heimvorteil ausspielen. Genau. Der 15. Chemnitzer Opernball ist ja Jubiläum dieses Jahr. Was mich interessiert, wie haben Sie sich denn genau auf den Abend vorbereitet? Hat es lange gedauert? Wir haben gute Freunde, die haben uns informiert, wollt ihr mitkommen und wir sind einfach hergekommen. Oben immer wieder Chemnitz? Weil es uns gefällt und weil wir nicht weit weg wohnen. Schöne Atmosphäre und sehr schön. Wir sind Altchemnitzer und wohnen seit etlichen Jahren in Dresden und kommen immer wieder sehr, 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 sehr gerne nach Chemnitz zurück. Jetzt muss ich die Dame natürlich noch fragen, diese wunderschöne Blumengestaltung. Wäre das was für zu Hause? Ja, vielleicht für zu Hause etwas pompös, aber für hier sehr geschmackvoll. Sind Sie hier aus Chemnitz? Nein, wir kommen aus dem Raum Brandenburg. Im Süden Brandenburg, unser kleiner Ort heißt Bayern. Man muss auch den Chemnitzer Opernball erleben. Es ist also dieses Jahr Premiere für Sie? Premiere, ja. Okay, was erwarten Sie sich denn von dem Abend? Erstmal gute Stimmung, ja, nette Leute, die man kennenlernt und natürlich vielleicht etwas Gutes zu essen und was zu trinken. Tanzen, Spaß, gute Gespräche, nette Leute. Also wenn wir ehrlich sein sollen, dann hoffen wir beide, dass alles so bleibt, weil wir es genießen jedes Jahr wieder. Und also wir dachten schon letztes Jahr, schöner kann man es kaum noch machen. Ja, es ist wirklich viele Gesichter in Chemnitz, man kann sich nicht mehr dran erinnern. Und der Herr und die Dame letztes Jahr, wir hatten uns natürlich schon. Und da musste ich meine Kollegin dran erinnern. Also es ist eigentlich furchtbar. Aber Sie haben das sehr trefflich formuliert, man wird nicht jünger, es wird immer schlimmer. Aber es wird eigentlich immer schöner auch. Also das Alter hat auch positive Seiten. Man nimmt verschiedene Sachen viel intensiver wahr. Und wir haben uns jetzt schon sehr darauf gefreut auf heute Abend. Und ich denke mal, es wird wieder ein ganz toller Ball. Wobei die Steigerungen, wenn ich da an letztes Jahr denke, schwer vorstellbar sind. Aber ich denke, die kriegen das hin.
sofort aufgefallen. Sieht wunderschön aus. Wie lange braucht man denn, um sich vorzubereiten so für den Opernball? Meinen Sie jetzt das Kleid anzuziehen? Allgemein. Alles, was dazugehört als Frau. Stunde? Die Dame sieht ja wieder bezaubernd aus. Wir sind ja unter uns. Wie lange hat es denn gedauert? Geschätzt 4 Stunden. Und bei Ihnen? Halbe Stunde. Was soll man dazu noch sagen? Ne? Wie gesagt, das hat ja alles Vorteile. Ne? Wie lang braucht man denn als Frau, sich so fertig zu machen? Oh, nicht so lange. Nein? Nein. Eine Stunde. Du, Tom. Ich muss ja zugeben, ich habe mich letztes Jahr schon ein bisschen hier an dem süßen Buffet vergangen. Vor allem an den Pralinchen. War klar. Es war einfach klar. Ja. Psst. Und pass auf. Von einem Pralinchen zum nächsten hätte ich fast gesagt. Ja. Ich habe mich mit Felix Bender unterhalten. Wie kommst du jetzt vom Pralinchen zum Dirigenten? Das Ach, ist jetzt du, ich weiß nicht. Ich fand ihn einfach total nett und sympathisch und wir haben uns echt ja, das ist ja schön. Schön ja. unterhalten. Schauen Sie einfach mal. Pralinchen und Dirigent. Toll. Bist du eifersüchtig? Nein. Also komm jetzt. Also. Liebe Zuschauer, ich habe mir jetzt den Felix Bender gekrallt, so ganz spontan sehr sozusagen. Spontan. Felix Bender ist hier in der Oper der Chef, der Musiker, Dirigent. Ich glaube, alle werden ihn wahrscheinlich kennen, oder? Ja, also schön wäre es natürlich, aber das kann nicht dafür garantieren. Ich habe gehört, es kommt ein Star aus New York und den haben Sie organisiert. Hat man dann als Dirigent einfach solche Kontakte, oder? Gut, das war in diesem Fall besonders schön, weil der gerade eben bei uns auch in der Oper gesungen hat. In Pik Dam hat er die Tenorpartie des Hermann gesungen, eine sehr anspruchsvolle Rolle, die hat er bravourös gemeistert. Und wir wollten ihn unbedingt wieder für irgendwas engagieren. Da habe ich gesagt, komm, wir nehmen ihn gleich für den Opernball. Da kann er nochmal sein ganzes Können präsentieren und die Leute mit seiner Stimme verzücken. Und gibt es denn vielleicht noch ein paar andere Überraschungen? Ich habe nämlich gehört, der Felix Bender ist bei seinem ersten Opernball, wo er dirigiert hat, einfach mal ganz spontan von der Bühne gesprungen und hat getanzt. Wie sieht denn das dann dieses Jahr aus? Das stimmt, das war vor 3 Jahren bei meinem ersten Opernball. Da haben wir auch die Walzerrunde hier hinten gemacht für das Publikum, ne, live gespielt. Und dann lief der Walzer so ganz rund und ich musste mich eigentlich um nichts kümmern. Auf einmal kam eine meiner lieben Kolleginnen, eine Sängerin, hat gesagt, hey, willst du nicht tanzen? Komm jetzt so. Und ich habe die Orchester einfach, die Musiker einfach alleine weiterspielen lassen und das Orchester spielte natürlich auch weiter. Da habe ich mal so 3-4 Runden gedreht und bin am Ende des Walzers wieder beim Orchester angekommen. Ja. Das war sehr lustig. Schön. Ob ich jetzt sowas wieder mache, mal sehen. Also vielleicht noch was anderes. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Gibt es denn sonst noch Überraschungen an dem Abend? Naja, das Programm in dem Galakonzert ist an sich schon mal überraschend. Es ist ja eigentlich immer so, dass man in Galakonzerten sehr vielfältige Musik und vielfältige Titel spielen kann. Wir haben 2 tolle Solisten, also Sie haben schon den Tenor aus New York, den Viktor Antipenko genannt. Wir haben noch unsere Haussolistin, die fantastische Mareike Schröter. Mhm. Die singt ein ganz tolles Repertoire, tolle Stücke. Und das Orchester präsentiert sich natürlich auch von seiner besten Seite. Also ich glaube, das wird sehr unterhaltsam und sehr spannend gleichzeitig. Also ich denke auch die Gäste des Opernhauses, die regelmäßig hier sind, die wissen, dass das definitiv ganz toll wird. Ich danke auf jeden Fall ganz kurz und ja, war spontan, aber toll. Danke, sehr spontan. Vielen Dank. So, das war also jetzt das Pralinchen des Abends für dich, ja? Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Ich meine, gut, das muss man ja Felix Bender lassen. Er hat ja auch mit Herrn Köppe den ganzen Abend geplant, das Gala-Programm durchstrukturiert, was ja auch in wenigen Minuten hier hinten beginnt. Aber Felix Bender ist ja nicht das einzige Pralinchen, ne? Nein, natürlich nicht. Wir haben uns nämlich vorab noch mit der, Achtung, unvergesslichen Katrin Weber getroffen. Hui. Ja. Und wir wollten einfach mal wissen, wie es denn so ist beim 2. Mal. Genau, beim ersten Mal ist es ja immer so ein bisschen, ne? Also wir schauen uns das Ganze gleich an. Wir geben erstmal eine kurze Werbepause, bevor es hier losgeht und sehen uns direkt danach mit Katrin Weber wieder. Und das wird toll. Auf jeden Fall, unvergesslich. Pianohaus Hofmann. Einrichtungshaus Weber in Annaberg-Buchholz. Erleben Sie ein Haus voller Ideen. Modern, individuell, einzigartig. Und Wohnberatung bei Ihnen vor Ort. Komplette Raumgestaltung mit eigenen Handwerkern. Außerdem Möbel nach Maß. Unsere Werkstätten fertigen exakt nach Ihren Wünschen. Entdecken Sie den Unterschied im Einrichtungshaus Weber. Richte dich ein mit
Weber. 25 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte unter einem Dach. Zuverlässige Beratung seit 1991 in Dresden, Chemnitz und München. Derzeit über 120 Mitarbeiter und 2000 Mandanten. Schneider und Partner. Wir beraten den Mittelstand. Jetzt geht es weiter mit dem 15. Chemnitzer Opernball in Ihrem Chemnitz-Fernsehen. Mit freundlicher Unterstützung von Alexanders Hotel und Boardinghaus Restaurant Catering, HTM, Härtetechnik und Metallbearbeitungs GmbH und Schilling, Ihr Spezialist für Maßbekleidung und Stilberatung. Frau Weber, heute vor einem Jahr, fast gleicher Ort hier im Opernhaus. Wir haben heute schon den 15. Opernball. Ihr Terminkalender ist eigentlich relativ voll. Richtig. Im Juli wäre es, glaube ich, besser gewesen. Wie kommt es denn, dass Sie wieder Zeit haben? Eigentlich habe ich wirklich keine Zeit, ehrlich gesagt. Und es stimmt, es ist wirklich, habe ich auch gerade gedacht, als wäre es gestern. Ne? Aber wir sind wieder hier und das ist eigentlich das Verdienst des Theaters und von Herrn Köppe. Also ich mache das nicht jetzt des Geldes wegen, sondern eigentlich, weil ich wirklich eine Verbindung hier zum Haus habe, schon durch den Matthias Winter. Und weil ich dieses Haus sehr mag und der Mario Köppe das irgendwie immer hinkriegt, mich so zu überlisten und zu überreden, dass ich dann sage, na ja, gut. Ja, mal sehen, wie das morgen ist. Aber heute war ja die Generalprobe, die ist ja jetzt durch. Wie ist es denn gelaufen? Gab es viele Patzer? Gab es einiges, wo man sagt, das bringe ich morgen besser nicht? Oder lief das, ich meine, ist ja fast ein Heimspiel, ne? Also die Gags, wo ich morgen vielleicht sage, den lasse ich nächstes Jahr weg oder das nächste Mal weg. Die habe ich heute nicht gemacht. Also insofern habe ich keine Ahnung. Ich habe überhaupt heute keinen Text gemacht. Ich habe heute eigentlich nur, ich war heute dienend fürs Orchester und für alle, dass das schön schnell geht. Und dass Sie Ihre Probe hatten, habe ich wirklich nur die An- und Abmoderation so gemacht. Also diesen ganzen Kladderadatsch dazwischen. Ob der funktioniert und ob die Lacher kommen, das habe ich also keine Ahnung, weil ich habe es einfach mal noch nicht ausprobiert. Ist ja nicht so schlimm, das ist ja der Nervenkitzel an der Sache. Ne? Ich möchte noch mal ganz, ganz kurz weg vom Opernball und zur, naja, fast privaten Katrin Weber kommen. Denn wir haben ja doch schon ein bisschen mal in Ihren Terminkalender gespickt und haben gesehen, Sie sind wirklich viel unterwegs. Und vielleicht verraten Sie den Zuschauern mal noch, am 17.03. ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Datum für Sie. Kann das sein? Da 17. drin habe ich jetzt nicht im Kopf, aber am 19. meinen Sie sicher? Am 19.3. Ich habe da was von einem Buch gelesen. Ja, richtig, aber das ist erst der 19., also der 19. Vorher nicht in den Bücherladen gehen, da liegt das noch nicht. Ja, tatsächlich, also das ist natürlich was, was ich auch nie gedacht hätte, was ich auch nicht wollte, genauso wenig wie moderieren. Aber ja, so ist es eben, ne? Man wird dann so lange überredet, bis man sagt, na gut, ich meine, probieren kannst du es ja mal. Und ich hatte auch einen sehr guten Co-Autor, das muss ich sagen, und ohne den hätte ich es gar nicht gemacht. Und es sollte eigentlich nur sowas werden wie eine Aneinanderreihung. Ist es auch geworden, aber natürlich dadurch sehr biografisch von meinen Anekdoten im Leben. Und mein Leben ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Anekdoten und Pannen. Und dadurch ist es leider eine Biografie geworden, was ich überhaupt nicht wollte. Weil sowas macht man ja irgendwie im späteren Leben und wir sind ja noch jung. Ne? Also wenn es wirklich so schlimm ist, dann komme ich nicht drum rum, dann hole ich mir das und dann reden wir im nächsten Jahr beim nächsten Opernball einfach direkt mal drüber. Gibt es da schon Pläne? Hat der Herr Köppe schon wieder so ein bisschen gesagt, ach Mensch, Frau Weber, kommen Sie doch nochmal vorbei? Nein, oder ich habe sie überhört. Ich habe noch keinen Plan nächstes Jahr. Nee, und lass uns erstmal diesen Morgen überlegen. Kann ja auch sein, dass die Leute sagen, ach, die schon wieder. Ja, dann bietet man das denen nicht oder mutet es denen nicht noch ein drittes Mal zu. Ja. Im Notfall kann man immer noch als Gast kommen. Ne? Ja, da komme ich ja schon die ganzen Jahre. Und das ist ehrlich gesagt viel schöner. Jedes Mal, wenn der Ball beginnt, denke ich, warum kannst du jetzt nicht hinten in der letzten Reihe sitzen? Jedes Mal. Ja, aber manchmal ist es doch schöner zu bespaßen, als bespaßt zu werden. Ich meine,
Man macht es ja dann auch schon ein bisschen. So, die anderen. Also ich lache lieber gerne, als dass ich es zum Lachen bringe. Aber wenn es nicht, das stimmt schon. Also wenn es klappt, wenn man merkt, hui, der kam aber. Na, dann, da freut man sich. Ja, dann ist der innere Vorbeimarsch. Das ist schon schön. Das ist schon schön. So oft man so auf der Welle der Emotionen, ja, bis man dann den Wellen des Publikums surfen kann. Ja. Genau. Dann mal schauen, wie weit das morgen geht. Wir sind gespannt. Wir sind dabei. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir treffen uns dann morgen hier zu Whisky und Zigarre, wenn dann alles vorbei ist. Da sind wir dann alle wieder ein bisschen entspannter. Also ihr beiden, ne? Na, ja, sowieso. Ich vertrage ja den Rauch nicht. Treffen wir uns mit dem Whisky draußen. Ich meine, ich bin da flexibel. Das mache ich mit, ja, gerne. Dann machen wir das so. Gemütlich ist es ja hier. Also Sie können sich ja freuen. Dass wir müssen einfach nur zeitig genug da sein. Genau. In 3 Stunden kann man die Luft schneiden, aber vorher ist noch alles klar. Also ich würde sagen. Vielen Dank. Genau. Viel Spaß morgen. Wir freuen uns. Ja, wir sehen uns ja morgen. Ja. Definitiv. Und spätestens mit Whisky dann. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir gehen jetzt sofort rein. Das Gala-Programm startet nämlich. Ja, geht's ja los. Also kommen Sie mit. Schauen Sie sich selber an. Vom Restaurant Alexanders hat sich ganz kurz Zeit für uns genommen. Was genau haben Sie denn den Gästen heute kredenzt sozusagen? Ja, wir haben 3 Gänge gemacht heute. Die Vorspeise, das war ein Ragout vom Ochsenbäckchen mit einem Kartoffelstampf und einem Trüffelschaum. Der 2. Gang, das war eine Lotte, also ein gebratener Seeteufel auf einem Gemüsekonfit mit Curryschaum. Und jetzt zum Hauptgang war es ein rosa gebratener Hirschrücken auf einem Petersilienwurzelpüree mit Grandberry-Jus und einem Kartoffelsegel. Klingt sehr verlockend, oder? Da läuft dann nicht nur das Wasser im Mund zusammen, da zerläuft er einem ja dann auch schon fast. Aber das ist doch für Sie eigentlich ein Heimspiel, oder? Im Restaurant sieht es da genauso aus. Wir kochen hier genauso wie im Restaurant, nur dass wir hier keine Küche haben, sondern die immer selbst mitbringen müssen oder mehrere Küchen. Und haben jetzt alles aufgebaut und ja, jetzt ist es vorbei, jetzt haben wir es geschickt. Wissen Sie denn, wie viele Servicekräfte heute hier im Einsatz sind? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Bei den 866 Gästen sind es, glaube ich, insgesamt. 866 Gäste, ja. Also wir haben roundabout 100 Servicekräfte mit im Backbereich und auch im Frontbereich. Und Köche haben wir ja um die 40. Wow. Dann wollen wir Sie gar nicht weiter belästigen, denn Sie haben ja da hinten sozusagen das Dirigentenzepter in der Hand und müssen das Ganze schön steuern. Wir bedanken uns für die paar Minuten, die Sie Zeit hatten. Ja, und wünschen erstmal noch alles Gute hier, dass alles schön weiter glatt läuft. Ne? Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Gleichfalls. Danke. Sind Sie denn das erste Mal hier oder habe ich Sie das letzte Jahr einfach verpasst?
Ich bin das erste Mal zum Chemnitzer Opernball und muss sagen, ich bin schier begeistert. Der Blumenschmuck, die Atmosphäre, das Programm, alles stimmt. Überbietet das die anderen Opernbälle oder ist das jetzt für Sie, sage ich mal, einer von vielen? Das ist einer von vielen, aber ein besonderer. Hier steht der Besucher, der Gast im Mittelpunkt. Der Service ist ausgesprochen gut, die Küche ist gut, das Programm ist exzellent. Wissen Sie, hier dreht sich alles um den Besucher des Opernballs. Und das finde ich ausgesprochen gut. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Es gefällt mir sehr gut. Ich habe ja nun 10 Jahre fast Sempo-Opernball-Erfahrung, aber ich muss sagen, Chemnitz macht sich hier sehr, sehr gut. Viele sagen ja auch, dass der Chemnitzer Opernball ein bisschen familiärer auch ist. Ja, es ist einfach anders wie in Dresden. Ich meine, die Location ist nicht so groß, aber ich muss sagen, es ist sehr angenehm. Mir gefällt es sehr gut. Es ist ein wunderschöner Abend in einer wunderschönen familiären Atmosphäre. Tolle Dekoration, tolle Musik, tolles Essen. Sehr schöner Abend. Ich habe also sozusagen 14 verpasst. Das ist ja richtig traurig. Das ist sehr traurig. Also wir freuen uns, ganz toll. Ja, das ist doch schön und ich höre Menschen lachen und gucke in fröhliche Gesichter. Ich denke, das wird ein ganz netter Abend. Sie sehen schon, liebe Zuschauer, der Ball ist in vollem Gange. Es wird ausgelassen getanzt. Ausgelassen getanzt, ausgelassen gefeiert. Ja, in späteren Stunden, da ist das auf dem Opernball dann auch mal so. Und ja, da hinten sehen wir auch, so sollte das aussehen, zumindest beim Großteil. Wir versuchen es nachher auch ein weiteres Mal. Vielleicht haben wir dieses Jahr etwas mehr Glück als im letzten Jahr. Genau, und wir schauen jetzt einfach mal, wie schön die Debütanten tanzen. Genau. Und vielleicht können die uns einfach nachher noch mal einen Tipp geben, wenn wie wir es noch haben und besser noch einen machen können. Auf jeden Fall. Zwei wart vorhin schon auf der Tanzfläche. Ihr seid schon mehr oder weniger ja auch geübt. Zumindest bei Thilo Kühl-Schimmel wartet ihr ja sicherlich. Ja, super. Das sind nämlich Amy und Robin, Debütanten hier auf dem 15. Opernball. Und ihr wisst, wie es geht. Wir wissen nicht, wie es geht. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, Leute, ihr habt Zeit. Wir machen kurz einen Partnertausch. Er bekommt diese junge Dame. Ich und bekomme wir diese brauchen junge Nachhilfe. Dame. Den Song definitiv. Zieht heute niemand. Ja, zeigt uns doch einfach mal die Grundschritte des Walzers. Wie kriegt man das hin, ohne sich dabei möglicherweise ein Bein zu brechen? Ich lege mal ganz kurz mein Täschchen weg. Leg das mal ab. Ja. Und wir können ja schon mal anfangen, wo muss denn die also, Hand hin? Wir haben ja erschwerte Bedingungen. Hier ich oben, das Mikrofon. Ne? Ja. Mhm. Hier so hinten rum. So. Genau, die Hand muss auf das Schulterblatt. Okay, das kriege ich hin. Ich mache das mal genau. So. Okay, so. Und nun geht es mit dem rechten Fuß los nach vorne und okay. Den linken hinterher. Aha, alles klar. Und jetzt den linken nach hinten. Ja. Und dann wieder das Ganze von vorne. Okay, das ist ja im Prinzip ist mal nicht schlimm, ne? Genau. Okay, so, ich muss den Arm wahrscheinlich immer schön hier oben halten. Genau. Ne? Ah ja, also einen kleinen Trick gibt es natürlich immer, ne, meine Damen und Herren, das muss man wissen. Und dann kann man sich das wie so ein Viereck auf dem Boden vorstellen, okay. Auf dem man dann immer lang tanzt. Ja, das sind ja eigentlich immer dieselben 3 Schritte, das kriegt man hin. Genau. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn es nicht ganz so schnell geht. Nadine, was haben wir denn beim letzten Mal für ein Problem gehabt? Ach, guck mal, jetzt hat sich hier den Robin gekrallt, jetzt ist er gleich ganz weg. Das ist doch gar nicht. So, und wie lange habt ihr das jetzt geübt? Wie lange habt ihr vorher tanzen müssen oder wollen, je nachdem? Also für den Opernball haben wir 5 Wochen geprobt, jede Woche einmal. Und
Ja, es hat viel Spaß gemacht und war aber auch sehr anstrengend, muss man dazu sagen. 5 Wochen, wie kommt man auf die Idee und zu sagen, Mensch, jetzt den Opernball, den muss ich unbedingt eröffnen? Ja, wir tanzen bei der Tanzschule Köhler-Schimmel schon im Goldkurs und uns macht das total viel Spaß. Und da haben wir uns dann gedacht, warum nicht mal der Opernball? Weil das ist ja auch ein sehr hohes Ereignis, was dann schon was sehr Besonderes ist. Also eigentlich gar keine Anfänger mehr, ne? Nein. Tom, ich muss sagen, das Tanzen mit dir klappt nicht so gut wie mit Robin. Es ist einfach so, es tut mir leid. Heimlich Pralinen naschen und sich dann noch beschweren. Weißt du was? Ich nehme jetzt die Amy mit und wir gehen jetzt tanzen. Viel Spaß noch. Ja, also wirklich. Wissen Sie, wenn man auf dem Ball unterwegs ist und versucht natürlich jeden Moment einzufangen, dann hat man so einen gewissen Druck. Man hat ja auch Angst, irgendwas zu verpassen. Aber die Dame, die nimmt sich natürlich immer noch mal 5 bis 10 Minuten Zeit, um noch mal einen Zacken schöner auszusehen als alle anderen. Und da das alle Damen machen, kommt es dann doch mal bei. Ist dich lustig über mich, Tom? Ich werde verrückt. Nein, ja. Liebe Damen und Herren, es gibt hier natürlich beim Opernball auch eine Styling-Lounge von Brockmann und Knödler. Und die Anna und ihr Team sind für, ich würde sagen, fast alle Belange da. Wenn der Fingernagel abbricht, die Strumpfhose eine Laufmasche hat oder einfach nur so Make-up verwischt ist. Ich meine, wenn ich mit mir auf die Tanzfläche gehen müsste, würde ich natürlich auch alles auftragen, was geht. Ich meine, letztes Jahr ist das ein bisschen schief gegangen, da muss man dann wenigstens optisch nochmal schön glänzen. Also sind sie die Damen. Heimlich Pralinen naschen und dann hier, naja, ich sag da nichts mehr dazu. Natürlich. Natürlich, ans Opernhaus selber, die diesen tollen Abend wieder ausgestaltet haben. Und es kamen die Leute von nah und fern sozusagen. Aus Frankfurt, aus München, aus Düsseldorf, von sonst woher kommt man nach Chemnitz. Der Ball ist familiär, man fühlt sich zu Hause, man kommt an und man erwartet genau das Richtige. Einen gemütlichen, entspannten Abend. Ja, und wir müssen jetzt irgendwie versuchen noch zu tanzen, oder? Wir müssen jetzt noch versuchen zu tanzen. Wir erhoffen natürlich, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen und dass Sie einen genauso tollen Abend hatten wie wir hier. Ich mach mich warm. Perfekt. Guck mal, wenn ich hier so ein bisschen anfange, ne, da kann man nichts falsch machen. Das ist so ein bisschen Freestyle. Jetzt hier aber. Ich würde sagen. Weißt du was? Ich schnapp mir jetzt Frau Weber und du nimmst hier einen Köppe. Und ich nehme einen Köppe. Und dann geht nichts schief. Und für sie heißt das wie im letzten Jahr Feierabend. Machen Sie Pause. So, wie macht man das? Darf ich bitten? Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Das war der 15. Chemnitzer Opernball in Ihrem Chemnitz-Fernsehen. Mit freundlicher Unterstützung von Alexanders Hotel und Boardinghaus Restaurant Catering, HTM Härtetechnik und Metallbearbeitungs GmbH und Schilling, Ihr Spezialist für Maßbekleidung und Stilberatung.